Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Das Video ist speziell für euch, nämlich die Elektroauto-Community. Und zwar waren ja in diesem Jahr kaum Treffen möglich, dank Corona, also zumindest keine, bei denen man sich persönlich begegnen konnte. Das heißt, es gab das M3T, das Model 3-Treffen, das fand aber nur virtuell statt. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, es gibt jede Menge Livestreams im Netz. Das ist echt sehenswert, was die Leute da aufgezogen haben. Ganz großartige Veranstaltung. Aber man konnte sich eben nicht persönlich treffen. Man konnte sich nicht austauschen, man konnte nicht schnacken. Das Gefühl in sich aufsaugen, Elektroautos schauen, all das, das ging halt bis heute nicht. Auch der E-Day dieses Jahr fällt auch wieder aus. Letztes Jahr ist er auch schon ausgefallen. 2019, großartige Veranstaltung. Wir hatten eigentlich gehofft, wir könnten es dieses Jahr wenigstens wuppen. Aber nein, ging nicht. Aus organisatorischen Gründen, es war einfach zu unsicher. Ja, also was bleibt da noch übrig? Und ganz klar, es gibt nämlich jetzt in 2 Wochen in Österreich eine der größten Elektroauto-Community-Events in Europa, nämlich Rock den Ring. Nicht zu verwechseln mit Rock am Ring, das ist ja eher was mit Musik. Und was das ist und was ihr da erwarten könnt, das seht ihr in diesem Video, also bleibt dran. Unter dem Motto One Mission for No Emission, da findet am 27.06. im Herzen von Wien das größte Elektroauto- und Branchentreffen statt, ja, was Europa je gesehen hat. Da sind über 1000 Elektroautos, werden da zumindest erwartet, vielleicht wären es ja sogar mehr. Und es gibt jede Menge Highlights. Also zum Beispiel könnt ihr dort die neuesten E-Auto-Modelle euch anschauen, live. Ihr könnt Probe sitzen und ihr könnt sie eventuell sogar auch Probe fahren. An Automodellen wird dabei sein natürlich der VW ID.4, der Skoda Enyaq, der Porsche Taycan, Audi Q4, der Audi e-tron GT wird dabei sein und der Mercedes EQS, auf den freue ich mich persönlich natürlich ganz besonders. Der Hyundai Ioniq 5 wird da sein, der Kia EV6 wird da sein und vielleicht noch ein paar Modelle mehr. Mal gucken. Ja, das ist aber noch nicht alles. Da gibt es noch Ausstellungsstände. Es gibt so eine Art Messegelände, wo ihr euch tummeln könnt. Und natürlich könnt ihr euch untereinander austauschen. Und natürlich nicht nur untereinander, sondern es sind auch jede Menge YouTuber da. Und die könnt ihr natürlich dann endlich mal wieder live treffen. Ihr könnt sie anquatschen, ihr könnt sie anfassen. Bitte nicht zu doll zwicken. Ihr könnt mit ihnen fachsimpeln. Da ist zum Beispiel neben mir, ist Stefan Schwung da, es ist Robin TV da, es ist Carmaniac da, die österreichischen Kollegen sind da von InstaDriver, Ecario, Endercup und viele, viele mehr. Das wird doch endlich mal ein spannendes Event und endlich mal live und nicht virtuell. Das leibliche Wohl kommt natürlich auch nicht zu kurz. Es soll 5 Foodtrucks geben. Für alle möglichen Vorlieben ist also gesorgt, was das Essen angeht. Natürlich gibt es auch genug zu trinken. Und es gibt auch genug Raum zum Sitzen, zum Chillen, es gibt Loungebereiche, es gibt beschattete Sitzgelegenheiten. Denn ich hoffe ja, dass das Wetter gut wird Ende Juni. Wobei, wenn ich dahin fahre, ich entschuldige mich jetzt schon mal bei den österreichischen Freunden, falls es beim Rock den Ring regnen sollte. Tut mir wirklich leid. Aber wenn ihr den Rainmaker einladet, sorry. Ja, fachsimpeln, wie gesagt, kommt nicht zu kurz. Es gibt Anbieter von Ladeinfrastruktur. Das heißt, wenn ihr euch über Ladestationen informieren wollt, könnt ihr das dort machen. Es gibt auch jede Menge Spezialisten zu allen möglichen anderen Themen rund um die Elektromobilität. Es werden auch Vorträge stattfinden von dem einen oder anderen YouTuber oder Gast. Dafür gibt es extra eine riesengroße Bühne. Da ist also jede Menge los und da wird sicherlich für jeden was dabei sein. Und der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz. Es gibt Gewinnspiele und am Samstag vorher, also den 26.06., genau, am Samstag, dem 26.06. um 17 Uhr, diese Uhrzeit müsst ihr euch merken und diesen Termin unbedingt merken, denn dann wird es eine YouTuber-Challenge geben, nämlich die YouTuber-Reichweiten-Challenge. Wie ich schon vorhin sagte, werden da jede Menge YouTuber erscheinen bei diesem Event und diese Challenge sieht so aus, es werden also Teams gebildet, immer 3er-Teams aus 3 YouTubern und die müssen dann über einen Parcours ein Elektroauto schieben. Ja, fahren kann jeder, nein, sie müssen es schieben und währenddessen einen Livestream starten. Und dann wird sozusagen in die Wertung geht rein, wie viele Leute waren beim Livestream dabei, wie viel Meter wurde das Elektroauto geschoben. Und am Ende werden entsprechend der Punktzahl, die man dann erreicht hat, Bäume gepflanzt. Ja, echte Bäume fürs Klima, wunderbare Aktion. Deswegen seid schon mal gewappnet, dass ihr am Samstag um 17 Uhr auf den verschiedenen YouTube-Kanälen, auch bei mir natürlich, mal raufschaut, ob dort ein Livestream stattfindet.
Und wenn ja, sagt es auch anderen weiter, dass wir natürlich möglichst viele Livestream-Zuschauer bekommen. Ja, hier nochmal kurz das Programm zusammengefasst für Sonntag, den 27. Juni. Los geht's also ab 10 Uhr, da ist da Check-in auf dem Gelände. Ich blende euch hier auch mal so einen Lageplan ein. Und danach gibt es bis 16.30 Uhr das Bühnenprogramm und natürlich die Driving Experience. Das heißt, hier könnt ihr die ausgestellten Elektroautos Probe fahren. Und dann von 16.30 Uhr bis 18 Uhr, da gibt es dann auch noch ein Event für alle, nämlich eine Demonstrationsfahrt um den Wiener Ring. Deswegen heißt es ja auch Rock den Ring. Und zwar werden dort möglichst viele, also sie rechnen mit 1000 Elektroautos, den Wiener Ring ganz nach dem Motto mit Strom gegen den Strom umkreisen, also entgegen der Fahrtrichtung, das ist natürlich alles abgesperrt, um ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität zu setzen. Ja, und dann ist der Abend natürlich offen, es findet noch ein Konzert statt und ihr könnt euch natürlich dann auf dem Gelände tummeln, solange ihr lustig seid. Irgendwann ist das dann aber auch zu Ende. Ja, und da wir immer noch Corona haben, gelten natürlich da auch noch Corona-Maßnahmen. Das heißt, man kann sich zwar live treffen, aber es dürfen nur Leute auf das Gelände, die entweder einen negativen Test mitbringen, die genesen sind und das auch nachweisen können oder die doppelt geimpft sind, das heißt Impfpass mitbringen, dann funktioniert das auch. Ohne diese Maßnahmen leider kein Zutritt. Ja, ich selbst werde die 1000 Kilometer von Bremen nach Wien mit meinem Model S fahren. Es fahren auch noch ein paar andere Autos mit. Und vielleicht, wenn ich es hinbekomme, auch technisch, mache ich während der ganzen Hinfahrt über die 1000 Kilometer einen Livestream. Dann könnt ihr das live verfolgen. Und natürlich werde ich Livestreamings machen am Samstag. Das ist der Tag, bevor das Gelände für die Besucher geöffnet ist. Von den Autos, die da stehen, ein paar werde ich Probe fahren. Ich hoffe, dass ich das schaffe, vor allem mit EQS. Und dann seid ihr natürlich beim Livestream dabei. Das heißt, schaut auf meinem Kanal am Samstag nach, ob es dort Livestreams gibt. Und wenn ja, freue ich mich, wenn ihr mir zuschaut. Und vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live. Dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich beiße nicht und ihr hoffentlich auch nicht. Also, bis dahin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Und vielleicht sehen wir uns ja in Wien. Bis dahin, macht's gut. Ciao.